Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und um den meistarbeitendsten Menschen auf diesem Planeten, denn fleißig werden hier alle Veröffentlichungen, naja, fast alle vom Veröffentlichungsfreitag, wie ich ihn liebkose oder schimpfe, gerade hier abgearbeitet. Fantastisch. Es ist wirklich einige coole Nummern hier rausgekommen und ich würde mal sagen, es ist definitiv Zeit, dass ihr mir jetzt helft, zu meinem Weihnachtsgeschenk zu kommen, und zwar mit einem ganz kleinen, zärtlichen Berühren von diesem roten Abo-Knöpfchen. Vielen, vielen Dank, denn ich wünsche mir die 100.000 Abonnenten zu Weihnachten und gemeinsam werden wir das auf jeden Fall schaffen. Hier heute wird analysiert von Ardian Bojupi. Seine neue Nummer, Eine Nacht. Produced by Unique. Grüße gehen raus. Und Mantra. So, ich bin gespannt, was das Ganze hier ist. Ob wir vielleicht wieder so ein bisschen was Hip-Hop-lastigeres haben. Oder was Poppiges oder Sonstiges. So, ich bin gespannt. Pop. Mainstream. Commercial. Sofort. Akku, halb tot, Modus, Halbmond, auf dem Balkon, hör mein Album. Oh, ich liebe deinen Duft, frage mich jedes Mal, ob es sein muss. Oh, ey, ich hab Heimweh, lieber Gott, sag mir, wann es hier vorbeigeht, weil ich mich schon viel zu lange nur im Kreis dreh. In den Nikes, seit den 90s, im Alleingang, aber doch gemeinsam, laufen wir zusammen durch die Gassen dieser Stadt. Hey. Ich schwimm, treib's einfach nur, was du nicht heim kann. Jede Nacht bei dir, aber hast du diesen Platz? Gib mir neuen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Ich habe so geahnt, dass es dahin läuft, gerade schon im Pre-Chorus, weil man da schon so ein bisschen die Bassline hören konnte. Aber gut, da hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Also gerade bei Adia nicht. Der hat sowas noch nie gemacht, oder? Nein, ich störe. Du bist halt mein Partner, aber nur für eine Nacht. Gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist halt mein Partner, aber nur für eine Nacht. Hallo, hallo. Ich wollte dich schon gestern sehen, aber pardon. Schaue hoch zu Luna, ziehe an der Garo. Zu viele Probleme, doch ich renne davon. Augen rot, so wie Jupiter. Habe dich an meiner Hand, tanz mit Lucifer. Keiner da, aber du bist da. Und die Zeit fließt, seit den 90s. Im Alleingang, aber doch gemeinsam. Laufen wir zusammen durch die Gassen dieser Stadt. Geile Harmonie. Ich schwimm, treib's einfach nur, was du nicht heim kann. Jede Nacht bei dir, aber hast du diesen Platz. Gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist halt mein Partner, aber nur für eine Nacht. Gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist halt mein Partner, aber nur für eine Nacht. Gib mir nur einen Grund, ich komm zu dir für immer. Du bist nicht gesund, doch hältst mich warm im Winter. Immer wenn ich dich sehe, werde ich schwach. Hasse dich am Morgen, liebe dich nachts. Gib mir nur einen Grund, ich komm zu dir für immer. Zu dir für immer. Gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist halt mein Partner, aber nur für eine Nacht. Gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist halt mein Partner, aber nur für eine Nacht. Ja, ja doch, tatsächlich hier mainstreamig angelegt, ein bisschen kommerzieller das Ganze hier gestaltet einfach. Auch schön hier harmonisch angelegt das Ganze, also jetzt ein bisschen weg von dem Hip-Hop. Mit dem ganz klaren 80s-Vibe hier in der Hook, ganz prägnant durch die Bassline hier eben rauszuhören, ne? Also dieser... Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist halt mein Partner, aber nur für eine Nacht.
Sehr schön auch hier die Gitarren, die hier, ja, ich weiß nicht, wie sehr die auffallen. Ich höre sie natürlich gut raus. Sie sind auch schon ein bisschen leiser angelegt, bringen das Ganze aber wirklich dann noch so ein bisschen Funk dann doch nochmal rein, so wie sie hier auch spielen. Sehr, sehr schön auch, vor allen Dingen rechts ist eine lauter zu hören, aber links spielt auch immer mal eine noch rein. Aber nur für eine Nacht, gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht, du bist heute mein Partner. Aber nur für eine Nacht, hallo, hallo, ich wollte dich schon gestern sehen. Ja, spielt schon was anderes, meine ich tatsächlich, aber die ist nochmal ein gutes Stückchen leiser, dass man da nochmal präziser hinhören müsste. Aber wir wollen uns jetzt nicht an den Gitarren aufhängen. Sehr schön finde ich im Pre-Chorus den Aufbau der Stimmen, die Harmonien. Wo war das? Oder hier beim zweiten Mal war es noch lauter, glaube ich. Bist da und die Zeit fließt seit den 90s im Alleingang. Ja, genau, ab hier. War das so richtig wie so ein. Ja, so Vocoder-mäßig fast schon kommt, weil die halt super krass gesetzt sind und natürlich auch schön glatt gezogen, aber eben auch schön ausgewählte Harmonien. Gerade hier der Einstieg in den Pre-Chorus, sehr, sehr geil, sehr, sehr schön stark. Seit den 90s, im Alleingang, aber doch gemeinsam laufen wir zusammen durch die Gassen dieser Stadt. Fühl mich wie im Treibsand, verloren, was so nicht heim kann. Jede Nacht bei dir, aber hast du diesen Platz. Na, auch sehr klassisch hier, wie in der Popproduktion eben, dass es einen Pre-Chorus gibt, der dann auch kurz ein bisschen runterkommen lässt, dass der Zuhörer nochmal kurz sich erholen, erfrischen kann mit dem Hören und dann wirklich so einen kleinen Drop hat, wo mal kurz auch quasi nichts passiert vorher und dann richtig reingedroppt in die Hook. Jede Nacht bei dir, aber hast ne, mit dem Riser, dann diesen Stopp und dann hat man da noch ganz kurz Atempause. Ne, und dann also sehr kurzen Drumfill-in, aber auch sehr wichtig eben. Also man merkt, dass man hier eigentlich in der Popproduktion drin ist. Platz. Und dann sehr, sehr kleines, präzises Detail. Hier dieser ja, Vocal Chop, beziehungsweise ist im Vocal eben drin, der Gib mir sagt, tiefer gepitcht, hier genau an der Stelle, genau auf die Toms. Du, du, gib mir Platz. Na, also es gibt mir von Adrian die ersten zwei Wörter, die er hier am Anfang seiner Hook singt, sind vorher schon zu hören. Würde mich mal interessieren, ob ihr das bei dem ersten oder zweiten oder dritten Mal hören, ob ihr das auch schon rausgehört habt oder noch gar nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, wirklich sehr interessant, finde ich. Hast du diesen Platz? Gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist doch mein Partner. Der eine Nacht. Ich hätte da tatsächlich was anderes erwartet in der Melodie, muss ich zugeben. Find aber so, wie es hier gemacht wurde, also nur an dieser Stelle für dieses eine Nacht, auch nicht schlecht. Ja, also. Aber nur für eine Nacht. Ich bin nur ein Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist doch mein Partner. Das Ding ist, das Ganze erinnert mich auch, also jetzt nicht, weil ich sagen möchte, dass es davon abgekupfert sei oder sonst irgendwas, vielleicht war es eine Referenz von Jason Derulo, Cheyenne, auch schon wieder 2-3 Jahre her, dass die Nummer rauskam, auch sehr, sehr starkes Ding. Und da die Hook-Melodie ist halt schon nochmal krasses Stück eingängiger, ist natürlich nicht genau die gleiche Produktion oder sonstiges, vielleicht war es eine Referenz, natürlich ist Cheyenne auch nicht die erste Nummer, die so klingt, wie sie klingt, das ist auch nur irgendwoher inspiriert und so weiter und so weiter, ne? Man kann das Rad nicht neu erfinden, also das soll jetzt nicht irgendwie heißen, dass irgendwas abgeklaut, gekupfert oder sonst irgendwas ist, das meine ich damit nicht, Leute, niemanden damit bitte belästigen, danke. Genau, daran erinnert mich das nur, da war die Hook irgendwie so ein bisschen eingängiger, weil dieses eine Nacht, ich weiß nicht, wie eingängig das wirklich ist am Ende, aber die Sätze davor, beziehungsweise die Melodie davor, die das ist auf jeden Fall super eingängig. Ja, aber insgesamt sehr, sehr coole, runde Nummer. Auch schöner Break-Part, beziehungsweise C-Part. Ja, also wirklich auch ausgefüllt mit einem Text, mit einem neuen. Immer wenn ich nicht so selbstverständlich.
Übrigens, egal, ich lasse es. Ist unnötig, ich muss ja keine Videokommentare geben, weil diese Szene fand ich so ein bisschen, man weiß, was die hier vorhatten, ich finde, aber es hat schon von vornherein nicht so richtig funktioniert, also man sieht, dass er nicht liegt, finde ich. Ne? Aber gut. Immer wenn ich dich sehe, werde ich schwach. Hasse dich am Morgen, liebe dich nachts. Gib mir nur einen Grund, ich komm zu dir für immer. Zu dir für immer. Ja, also textlich jetzt passt voll rein und ich finde das auch musikalisch hier schön aufgelöst. Super, also finde ich einen sehr, sehr schönen Break hier. Nicht zu tiefgründig, nicht zu lang. Top, also finde ich echt gut. Also auch die Melodie übrigens, die er hier singt. Auch super eingängig. Dich gesund, doch hältst mich warm im Winter. Immer wenn ich dich sehe. Dann hast du hier auch dieses... stimmt, noch so ein Vocal-Effekt hier. Nee, nee. Immer wenn ich dich sehe. Was sagt er da was? Immer wenn ich dich sehe. Ah, eine Nacht, sagt er. Und dann so total verzerrt. Immer wenn ich dich sehe, werde ich schwach. Hast du dich am Morgen, liebe dich nachts. Hatte die Pads, ne, die hier aus dem High-Cut. Aus dem High-Cut, beziehungsweise Low-Pass, wird dann langsam rausgedreht mit einer Automation, kommen dann diese Pads dann schön langsam hervor. Ganz klassisch eigentlich, aber das sind halt die Dinge, die funktionieren und gut sind und schön sind. Also ich find das immer ganz schön. Ah, hier haben sie das nicht reingebaut mit dem Gib mir. Aber dafür dann aber ein Instrument, nochmal ein Key-Instrument, ein Tasteninstrument. Das hier so ein. Gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meine Okay. Für eine Nacht. Da spielt tatsächlich dann nochmal ein anderes Instrument, eine Melodie dann hier im Hintergrund. Okay. Aber nur für eine Nacht. Gib mir nur einen Grund und ich bleibe wach. Vergesse meinen Frust nur für eine Nacht. Du bist halt mein Partner. Aber nur für eine Nacht. Na, Vocoder? Hier hört man diesen Vocoder-Effekt sehr, sehr gut. Was mir ein bisschen fehlt, was vielleicht das Ganze noch schön abgerundet hätte zum Schluss, auch eigentlich was ganz Typisches, sehr Klassisches, was man macht im Pop-Bereich, wären schöne gesangliche Adlibs hier am Ende noch gewesen bei der letzten Hook, die so ein bisschen da aus der Reihe so ein bisschen tanzen und da nochmal on top was drauflegen. Und ich bin mir sicher, dass Adrian das kann. Das hätte das vielleicht nochmal so ein bisschen Push gegeben, damit es nicht so ganz so Copy-Paste ist am Ende. Dafür ist natürlich das Instrument dann hier zusätzlich drin, meine ich. Weiß ich nicht, ob es vorher schon drin war. Müsste jetzt sonst nochmal reinhören. Ja, schönes, rundes Ding. Und Leute, wichtigste Frage überhaupt, habt ihr denn überhaupt verstanden, wen er damit besingt, ja, mit dem ganzen Text? Ist es A, ihr dürft es jetzt gleich in die Kommentare schreiben, diese, beziehungsweise eine junge Dame, wie diese hier vielleicht, oder ist es vielleicht der Alkohol? Wisst ihr es? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare mit Hashtag Frau oder Hashtag Alkohol. So, vielen, vielen Dank. Da bin ich mal gespannt. Oder vielleicht wisst ihr es jetzt, weil ich schon so... Oder schreibt einfach, was ihr zuerst gedacht habt, ob er eine Frau oder ein Alkohol hier besingt. So. Thumbnail Time. Da bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich trinke jetzt ein. Nee, das sieht nicht gut aus. Danke und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo, dann nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Schaut gerne unten in der Beschreibung vorbei. Da sind schöne Dinge verlinkt, wie zum Beispiel diese Referenzstudio-Kopfhörer eures Vertrauens, meines Vertrauens, aber hoffentlich auch bald eures Vertrauens, denn die sind wirklich seit Jahrzehnten einfach die Dinger, die man auf dem Kopf haben muss, wenn man Musik abhören, machen, tun und aufnehmen muss. Preis-Leistung, der Hammer, günstiger als so mancher Handyhersteller seine kleinen Stöpsel da meint zu verkaufen zu müssen, so rum. Und
abonniert auf jeden Fall den Kanal, weil ich werde nächsten Monat etwas starten, eine kleine Gewinnverlosungsaktion, die quasi extra für Weihnachten laufen wird, den Monat. Und da gibt es was Schönes, Kleines zu gewinnen. Ich bin mir sicher, da werden sich einige drüber freuen, von einem großen Audio-Unternehmen und gar nicht so günstig. Und ihr könnt auf jeden Fall damit Dinge machen, die im Musikbereich sind. Also, bleibt dran, abonniert den Kanal und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.